Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Infection Free Zone. Ja, wir haben ja seit dem letzten Mal, waren wir in dem unbekannten Gebiet und sind zurückgekommen und unser Dorf ist langsam wieder aufgestiegen von der Arbeiterkapazität her. Machen die irgendwas? Oh ja, die farmen. Wir haben jetzt 6 Uhr in der Früh. Hier haben wir noch ein bisschen was drin. Dann werden wir irgendwann die zwei Gebiete noch aufgeben. Und ich bin beim... was haben wir denn im Lager drin? Bisschen Stein, ordentlich Holz, noch ein bisschen Ding. Ich bin mir überlegen, ob wir das Haus abreißen lassen können. Da ist eine Pistole drin. Warum haben wir nie diese Pistole geholt? Was soll das, Leute? Wie inkonsequent waren wir? Oh, der Turm muss repariert werden. So, jetzt haben sie das Zeug hier rausgeholt. Oh, eingehende Übertragung. This is Infection Free Zone Chief Operator. We copy you. Go ahead. And we cannot hold them off much longer. This is the moment that we need some help. Let's do it. We're losing you. We're preparing for this moment. We knew this was going to happen. Now we're ready more than ever to... Sir. Leave that now to our people. And that moment will define us forever. If anyone can hear us, please, we need you. We can send help. We're on our own, but we're strong. Oh, die hören uns nicht. Go out to the brave ones taking a stand against the infected. Hello? They're defending our walls, defending our home. Humanity's not yet lost. We will always find a way. Dann hört man halt nicht, Mensch. Oh. Sir, the signal is very weak, but it must be originating from some location nearby. If we search the nearby areas by checking the signal strength, we might find its origin. Mm-hmm. Okay. Ich muss jetzt in jedes Gebiet reinrennen. Das funktioniert jedes Mal ja so super. Stop working. Start winding down for some rest. Zurück ins Gebiet bitte. Munition und Treibstoff. Another one incoming. Yep. Neue Horde. Hat die schon viel Damage oder was? Ja, die Holzmauern sind nicht so grandios, das gebe ich schon zu. Das wäre halt ein freier Weg rein, theoretisch noch. Da sollte man eventuell reinschauen. Also hier könnte ich mir vorstellen, dass wir hinlaufen. We're running out of stock. Von was denn? Sie hat noch keine Pistole, noch keine Waffe, nichts. Da müssen wir noch eine Pistole finden. Waiting orders. We're on the move. Everybody get ready. Oh, nee, warte mal. On my way. We're on the move. Ich sollte einmal ganz kurz nach Hause gehen. Jetzt ist die nicht nachgeladen. Wir laufen mal hier durch. Vielleicht haben wir Glück. This is Chief Operator of the Sixth Zone. We're under attack. I repeat, we're under attack. This is Infection Free Zone Chief Operator. We copy you. Go ahead. Are
cannot hold them off much longer. This is the moment that we're going there. Can you hear me? We're preparing for this moment. Going we there. Knew this was gonna happen. Now we're ready more than ever to. Search done. We're on the move. Signal is weaker over here. Let's search elsewhere, quickly. Ist weaker over here. Okay, bedeutet, wir müssen also eher in die andere Richtung gucken. Bedeutet eher hier drüben mal probieren noch. Das werden wir am nächsten Tag probieren. Schauen wir mal. Nahrungstechnisch stehen wir jetzt ganz gut eigentlich da. Ja, Pistole fehlt ein No, chill. Wir finden noch eine. Das ist jetzt zwar natürlich ein bisschen ungelegen, die ganze Situation hier, aber es wird schon noch. Stimmung unzufrieden. Viele haben keine eigene Unterkunft. Roger. Roger. Ja, sonst wird als nächstes drum kümmern, wie wir das Gebiet am schlauesten erweitern. Roger. We're running out of stock. Uns fehlen halt Pistolen. Wer faxt denn hier? Chief, I think I know what it was. It was the sound of a frequency-hopping radio. A coded message, military grade. We won't be able to decode that, but we could just call out and say hello. Hello? Is anybody there? Can you hear me? Das hört die an original wie Faxen. Report. Understood. Watch yourself. Ich traue dem Ganzen schon wieder nicht. Clear, sir. We found where the transmission came from. This must have been one of the safe zones. Seems it fell years ago, but the equipment somehow survived and kept transmitting. It's powered by solar panels that were occasionally catching some light. Maybe we could try to use solar energy too. All right. Oder sind Waffen. Oh, dann sind Waffen drin. Drei Waffen würden uns schon helfen, die Verteidigung herzurichten. Das wäre grandios, weil man hat das Tor gar keine. Bloß das müssen wir dann morgen machen. Welches Haus war das jetzt nochmal? We are out of resources. Das hier. Drei Pistolen sind super. The infected are pillaging a building. Zum Glück nicht. Die Sache ist, wenn ich versuche, das hier einzukreisen, brauche ich so viele Bewohner. Ich könnte natürlich das in Häuser umwandeln. Geht das? Und dann wandeln wir das andere auch nochmal in den Schutzraum um. Ah, das geht gar nicht. Das geht aber noch. Haben wir zwei Schutzräume hier noch drin. Ist halt nicht mehr für alle, aber sonst beschweren die sich weiter und ich glaube, das ist nicht gut. Oder? Nope, die hält super. So. Das Haus bitte. Schauen wir mal, dass die Wohnhäuser fertig werden, damit die Zufriedenheit steigt. Schon wieder. This is Major Nowak of the Survivor's Army speaking. Respond, over. This is Chief Operator of Infection Free Zone. We hear you loud and clear. Over. Oh. Listen,
We know you've got a community out there. We have the same goal. We're what's left of the civilized world. For now. Over. How did you find us? Over. We've been listening to your comms for a while now. Das war das Fax. Who are you? Over. We're the last remaining government unit in this twisted world. Over. Why should we trust you? Do you think you've got better options? Our missions never change. Over. What's your mission? Over. Protect humanity, or what's left of it. Over. We want no trouble. Over. We need fuel. We need food, ammo, volunteers. Over. And in return? Over. Listen, son. You're in no position to negotiate. Nothing's changed these past few years. We're here to keep people safe. Yourself included. Over. Oh, yeah, yeah, yeah. No, we don't have much, and we can't afford to share. Over. You don't seem to understand the situation, but we'll make you understand. Over and out. Uh-oh. Ankunft der Armee. 20 Konserven? Ich habe Tonnen verbraucht. Let's do it. Wait. Slow and steady. Going there. Ich hätte lieber, dass ihr anstatt der Munition, die finden wir vielleicht in der Nähe, diese drei Pistolen sind für uns heilig. On my way. Und jetzt zurück ins Dorf. Let's do it. Building adapted. Super. Sir, we've encountered a group of people willing to join us. Ja, super. Send them in. 5 Leute. Finde ich ganz genial. Vielleicht können wir damit unser Gebiet ausbauen. Beziehungsweise eine weitere Raider- oder Looter-Gruppe aufbauen. Die Bewohner sind eingetroffen. Es ist seit 22 Stunden. Aber minus 19% alleine wegen den Unterkünften. Das ist halt ein bisschen problematisch. Ich würde gerne das Gebiet jetzt durchsuchen lassen. Dafür bräuchte ich eine zweite Gruppe. Ready for action. Natürlich hat das die Waffen bekommen. Receiving. Reporting. Ready for action. We're running out of stock. Ja, wir schauen, was wir finden. Wir müssen jetzt viel durchsuchen. Oh, da ist noch viel drin. Da ist Nahrung vor allem drin. Das brauchen wir jetzt wieder. Ready for action. Dann kommen wir das nächsten Tag werden. Please. Das ist, wir starten jetzt schon rein. We're on the move. Reporting. Du fängst die... On my way. Los geht's, Jungs. To anyone out there, the infection is in decline. Reach out and seek us. We can help you. You've changed the transmission. To anyone out there, the infection is in decline. Reach out and seek us. We can help you. Can you hear me? To anyone out there, the infection is in decline. Ja, okay, ich hab's verstanden, da kommt nichts. We can help you. Building clear. Search done. Building clear. Nahrung ist super. Waiting order, search done. Nahrung und Munition. Going there. Going there. Wir haben jetzt gleich mal 14 Nahrung.
resources. Sir, the military trucks arrived at our zone. What shall we do? Give them what they want. Sure. We'll give them what we got. No more to find. Wenn man steht Milit. Sowas kann man in dem Spiel auch haben. Wie cool ist das denn? Roger. Ich hätte mich natürlich auch wehren können. Aber das hätte niemals funktioniert. Auf einmal steht da ein Waffenfahrzeug vor der Tür. Ja, okay, aber wir haben wieder Nahrung drin. Jetzt sind wir wieder. Munition haben es mal geklaut. Da bin ich ein bisschen stinkig drüber. Aber ich glaube, das kriegen wir morgen noch zusammen. There are some infected around here. The door won't hold much longer. Müssen wir die reparieren? Schaut so aus. Oh, sie greifen aus derselben Richtung an, okay. Oh, die braucht auch eine Reparatur. Das Hotel bauen wir dann ab. Ich würde mich echt gerne nach hier vorne ausbrechen, das Gebiet noch einnehmen, weil da haben wir Gebäude ohne Ende. Und wir können ja leider nicht selber bauen. Das wäre noch ein Feature, das echt gut wäre. Selber bauen von Gebäude, aber das gibt es jetzt fürs Erste wohl nicht. Gut, es ist wieder in der Früh. Waiting orders. Waiting orders. Let's do it. Waiting orders. Wie weit seid ihr gekommen? Dahin. Operator. Schon wieder. Operator, this is Major Nowak of the Survivor's Army. Since we've taken some of your resources, I can offer you some useful information in exchange. Over. Ah, es gibt doch was. You did what you had to do. Let's talk then. Over. Ask away. Over. Fragen Sie weiter. Andere Zonen kann ich dir nicht helfen. Die infizierten Raider. We've got. What do you know about the infected? Over. Not much. Mostly we just kill them. Over. Andere Zonen? Have you encountered any other zones like ours? Over. There are others out there. We visited quite a few during our missions. They vary in size, population, and military strength, and obviously, a lot of them can't make it. But there are some which are still holding on, just like you. Raider? Have you had any trouble with raiders? Over. Those damn bastards are everywhere. Robbing, killing, raping, kidnapping, you name it. We're getting rid of this scum whenever we see them. Although there seems to be fewer of them now. Over. Tell me about your army. Over. When everything went south, our division regrouped and tried to keep it together. We weren't nearly enough, so we started to enlist others. Police officers, security, even mercenaries. Now we're continuing our mission and trying to wipe the damned infected off the planet. Over. Wait, what do you mean by mostly? What are you doing with those you don't kill? This information is classified. Over. How could it be classified? Who's regulating this nowadays? I cannot share that on a public channel. Everybody can be listening in, and we need to ensure the safety of the operation. Over. Do you know anything about that transmission that's encouraging people to leave their hiding places? Over. Yeah, there were a few settlements that transmitted this kind of invitation. They're mostly all gone now. This one must be sent by some prankster or whoever gets their hands on a long-distance radio transmitter. They never reply anyway. Over. Thank you for the information. Over and out. So, dann machen wir weiter. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und schreibt rein, was ihr über das Spiel so denkt. Mit was für Erfahrungen ihr vielleicht sogar mit dem Spiel habt.
Und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann.